Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran das Original-Tetris vom NES am PC in VR. Total verrückt. Wer kein NES-Game versäumen will, egal ob VR oder nicht, der kann da unten gleich mal abonnieren. Einen Daumen hoch da lassen ist natürlich auch nicht so verkehrt. Und lasst uns in den Kommentaren ein bisschen über Tetris quatschen. Doch genug, wie geht das eigentlich? Um das Original Tetris vom NES in VR zu spielen, braucht ihr eine VR-Brille, Überraschung, Überraschung, und diese Software hier, die ich euch hier auch gleich mal verlinke. Lasst uns loslegen, das Original Tetris vom NES in VR am PC auf der Oculus Rift. Wie bei Tetris am NES üblich, es ist ja das Original Tetris am NES. Es braucht auch die ROM, ohne ROM läuft hier gar nichts, also ihr müsst die ROM besitzen, um es spielen zu können in VR. Level nehmen wir 0, damit ich genug Zeit habe hier, euch das hier ganz genau zu zeigen. Ja, Steuerung funktioniert mit dem VR-Controller wunderbar, gar kein Problem. So, aber jetzt werden wir das Ganze mal ein bisschen auf die Seite kippen und sieht doch auch wunderschön aus. Andere Seite, sehr gut. Das können Sie uns natürlich schwierig machen und das Ganze verkehrt spielen. Ich weiß zwar nicht, warum man das tun sollte, aber man kann es. So, es ist echt schwierig. Gut, zoomen wir wieder zurück. So, und was können wir natürlich noch machen, ist diese Perspektive hier einnehmen. Und das ist einer der schönsten. Das passt, finde ich, ausgezeichnet. Ein bisschen schräger vielleicht. Und ihr seht, ich bereite hier ein Tetris vor. Mal schauen, ob das mir gelingt. Das ist nicht die irgendwie die coolste Perspektive zum Spielen in VR. Da könnten wir mal in die Kommentare hauen. Welches Tetris ist euer Lieblings-Tetris? Abgesehen von dieser hier natürlich. Wobei, ich sag's euch gleich, das ist hier ist nicht meine Lieblingsversion. Bam! Ich könnte es natürlich auch sehr von oben so spielen. Irgendwie. Das ist ja irgendwie ganz strange. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. So mal zu spielen. Hat auch irgendwie was. Gut, zoomen wir noch ein bisschen rein und schauen uns die Steine an, wie die genau gemacht sind. Mal so ganz im Großen den Stein verfolgen. Auch nicht schlecht. Ist irgendwie ziemlich crazy. Kann man machen. Macht nicht viel Sinn. Sieht aber irgendwie cool aus. Macht jetzt richtig Spaß. Also so, wenn man die richtige Perspektive für sich selbst gefunden hat, einmal macht's richtig Laune. Ich muss gestehen, ich hätte es ohne Let's Play nicht zu lange gezockt und schon viel zu früh aufgehört. Ich hätte hier das richtige Setup, die richtige Perspektive für mich sonst nicht gefunden. Also gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit, experimentiert mit der Perspektive ein bisschen rum. Wenn ihr möglichst effizient Tetris spielen wollt, dann ist das sowieso nichts für euch. Es geht hier echt nur um den Spaß und um das Gefühl an VR und um die Faszination, diesen alten Klassiker hier in neuem Licht zu erleben. Sieht super fein aus. Richtig nice. Ah, das war blöd. Ja, also mit der Perspektive ist es. Macht es nicht leichter, die Perspektive hier, die ich hier eingenommen habe. Aber so einen riesigen Tetris-Steinehaufen vor einem zu stapeln, ist schon sehr lässig.
Ja, wenn man die richtige Perspektive für sich mal gefunden hat, macht das echt Laune. Bei mir ist es seltsamerweise diese komische nah von unten Perspektive. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen, welche für euch die richtige ist oder welche ihr wahrscheinlich verwenden würdet. Aber natürlich muss man schon Tetris-Fan sein, um das feiern zu können. Wer nichts mit Tetris anfangen kann, ist hier fehl am Platz. Aber ich tippe mal drauf, wenn ihr euch das anschaut, seid ihr ziemlich Tetris interessiert. Ansonsten werdet ihr bestimmt nicht auf dieses Video gestoßen. Wenn ihr mehr sehen wollt, ich freue mich übrigens immer über Abonnenten. Mehr Abonnenten ist immer gut. Ich weiß, da draußen gibt es Leute, die mögen diese alten Klassiker genauso gern wie ich. Macht richtig Laune. Ich gebe mal wieder zurück an mich selbst. Ja, so sieht das Original Tetris in VR aus. Meine Lieblingsversion von Tetris ist Tetris 99 auf der Nintendo Switch. Ich bin gespannt, was eure Lieblingsversion ist. Für euch geht's jetzt gleich weiter mit lecker lecker VR-Kost. Super Mario Bros. Am NES, am PC, in VR mit der Oculus Rift. Da oben könnt ihr gleich weiterschauen. Bis gleich.